Woche haben wir so das Thema Glück gehabt und da hat jede Klasse was vorgestellt und wir haben dort das Glücksglas gemacht. Da haben wir jeden, nachdem Joy fertig war, haben wir den immer auf einen Zettel aufgeschrieben müssen, was uns jetzt glücklich gemacht hat und dann haben wir es ins leere Marmeladenglas hinüber. Die haben ganz oft geschrieben, dass ihr leckere Jause dabei gehabt haben und dass mir glücklich gemacht hat, dass sie jetzt ganz viele Freunde wieder gehabt haben, wo wir Käufer haben. Also ich fühle mich dann einfach ganz fröhlich und mir geht es dann halt schon ein bisschen besser. Sie könnten nur einfach, wenn es ihnen zum Beispiel mal nicht so gut geht, dann könnten sie einfach mal an schöne Erinnerungen oder sowas zurückdenken und vielleicht geht es ihnen dann besser. Ja, man merkt es halt auch schon, dass sie dann ein bisschen ruhiger sind und nicht gleich so zickig. Und ja, und dann sind sie so viel geduldiger. Das geht am besten, wenn man allein ist und dann ist ganz ruhig und dann kann man sich am besten zurück erinnern. Das Glücksglas geht auch ganz leicht. Man nimmt einfach ein leeres Marmeladeglas und dann halt einen Zettel und dann schreibt man da auf, was ihn glücklich macht. Und wenn es ihnen dann wieder mal nicht so gut geht, dann kann man es ja aufmachen und dann so einen Zettel lesen. Ja, über das Glückstagebuch, das haben wir auch gemacht. Da haben wir immer am Schluss vom Tag halt, was uns halt glücklich gemacht hat. Drei Menschen, wo es auch glücklich gemacht haben. Und dann war auch immer eine Glücksübung dabei. Wie zum Beispiel einen Spaziergang im Wald machen. Oder vor Yoga und eine Minute in- und ausatmen.